Ja, geschätzte Medienschaffende, geschätzter Herr Stadtpräsident, lieber André, lieber Roman, herzlich willkommen zu unserer heutigen Medienkonferenz. Mit mir da sind, ich habe es vorher gesagt, der Stadtpräsident von Dübendorf und er ist da als Vertreter von der 3 Standortgemeinden vom Innovationspark Zürich. Und neben mir auch der Roman Bechtold. Er ist Leiter von der Taskforce Gebietsentwicklung Flugplatz Dübendorf. Gestern hat ja die Spezialkommission, die für die Behandlung von allen Kantonsratsvorlagen zur Gebietsentwicklung am Flugplatz Dübendorf zuständig ist, hat sie informiert, dass sie Beratungen abgeschlossen haben. Und die 4 Geschäfte, die gehen jetzt zur Schlussberatung und Abstimmung in den Kantonsrat. Die Spezialkommission hat ja allen 4 Geschäften klare Mehrheit zugestimmt. Und ich glaube, das darf ich da sagen, auch im Namen von allen involvierten Partnerinnen und Partnern von dem grossen Projekt. Das freut uns natürlich sehr. Während jetzt die Spezialkommission in den letzten Monaten die 4 Anträge vorberaten hat, haben wir natürlich nicht nichts gemacht und haben einfach die Hände in den Schoss gelegt. Ganz im Gegenteil. Die Taskforce hat unter der Leitung von Roman Bechtold weitergeschafft mit Hochdruck an weiteren wichtigen Themen, auch im Sinne der Konkretisierung rund ums Flugplatzareal. Sie erinnern sich, Ende August 2021 haben wir Ihnen ja den Synthesebericht präsentiert. Wir haben dem Flight Plan gesagt. Und der Synthesebericht ist ja eine Gesamtschau auf das ganze Areal mit dem Anspruch, das ganze Areal auch gesamtheitlich zu entwickeln. Wir haben dann zusammen mit dem Bund, den 3 Standortgemeinden, und das ist Dübendorf, Wangen, Brütisellen und Volkenswil, der Stiftung Innovationspark und weiteren Partner ein gemeinsames Zielbild für das Jahr 2050 entwickelt. Und wir haben Leitsätze definiert für eine nachhaltige Entwicklung. Und alle Partner haben sich ja auf das Leitbild und die Leitlinie verpflichtet. Dass das Areal vom Militärflugplatz zielgerichtet und als zusammenhängende Landschaft auch entwickelt wird und damit eben auch den vielfältigen Nutzungsansprüchen gerecht werden kann, das ist allen Partnern, meine Damen und Herren, allen Partnern ein sehr zentrales Anliegen. Und darum hat es auch eine Arbeitsgruppe gegeben in den letzten Monaten mit einem breiten Einbezug von den verschiedenen Stakeholders, die an dem Thema, das wir Ihnen heute präsentieren, gearbeitet hat. In dieser Arbeitsgruppe unter der Leitung von Thomas Schneider, der übrigens auch da ist, heute, herzlich willkommen, haben Mitarbeitende aus der Taskforce von der Stadt Dübendorf, von der IPZ Property AG und aus verschiedenen Ämtern von der Baudirektion und von Armaswiss Immobilien weitergeschafft. Mit einbezogen worden sind auch die Zürich Planungsgruppe Glattal, die Luftwaffe, Skyguide, BirdLife Zürich, der WWF Zürich, ProNatura Zürich und der Zürcher Bauernverband. Und heute präsentieren wir Ihnen das Substrat aus dieser Arbeit und die vielen Überlegungen. Und das heisst, wir nehmen Sie jetzt im Folgenden auf einen kleinen Spaziergang mit, klein nur in Anführungs- und Schlusszeichen von der Grösse vom Areal um den Flugplatz Dübendorf. Vielleicht mögen Sie sich noch erinnern, die 3 Standortgemeinden haben ja zusammen mit WWF, ProNatura und BirdLife bereits im September vor einem Jahr ein Natur- und Erholungskonzept für das Flugplatzareal präsentiert. Und obwohl die zentralen Überlegungen im Synthesebericht zur Natur und Umwelt enthalten sind, haben wir uns natürlich trotzdem noch mal mit der Standortgemeinde, mit ihrem Konzept auseinandergesetzt, das auch aufzeigt hat, dass es eben in diesem Bereich noch Lücken hat, wo man muss schliessen und auch wo man möchte schliessen. Und unser Konzept, das sich nennt Freier Raum, Natur und Umwelt, Landschaft, das ist das Konzept, das Sie hier in dieser Broschüre haben, das baut jetzt auf dem Konzept der Gemeinde auf, und es nimmt quasi ihre Anliegen auf. Und das wird ja nachher auch noch der Stadtpräsident im Detail Ihnen sagen. Also um was geht es heute eigentlich? Sie wissen, der Synthesebericht sieht eine Dreifachnutzung vor. Innovationspark, Werkflugplatz und militärische Nutzung.
Und diese Nutzungen, die beanspruchen viel Fläche, aber eben nicht alle Flächen auf diesem Areal. Und in dieser Broschüre, ich zeige es jetzt halt nur mal bewusst, in dieser Broschüre zeigen wir Ihnen, wie man mit den Restflächen bis 2050 schrittweise umgehen will. Das heisst konkret, wie wir sie öffnen wollen. Das heisst auch, wie wir sie aktivieren wollen. Und das heisst auch, wie wir sie vor allem vernetzen wollen. Und der Fokus liegt klar bei den öffentlichen Freiräumen, bei den Naturaspekten, bei den Umweltaspekten, aber natürlich auch auf der Landschaft. Und wichtig ist zu betonen, diese Flächen ergänzen und sie bereichern die Nutzung des Flugplatzareals. Und sie schaffen natürlich auch einen grossen Mehrwert für unsere Bevölkerung. Und wichtig ist mir auch zu betonen, sie beeinträchtigen die drei Hauptnutzungen überhaupt nicht. Das riesige Flugplatzareal mit einer Grundfläche von 230 Hektaren, das wird in Zukunft intensiv genutzt werden. Und es ist uns deshalb wichtig, gerade jetzt auch mit Blick auf die baldige kommende Debatte, ist es wirklich ein Anliegen gewesen, auch Sie, die Öffentlichkeit, früh und vor allem vorab zu informieren, wie wir dann die Landschaft gezielt weiterentwickeln und ökologisch aufwerten wollen. Selbstverständlich hat die Spezialkommission, die getagt hat, das schon präsentiert bekommen. Und wichtig ist uns auch zu betonen, bestehende wertvolle Lebensräume und Nutzflächen, die werden erhalten. Aber auch natürlich die Fruchtfolgeflächen werden erhalten. Das heisst, die wichtigen, bestehenden, für die Landwirtschaft bestehenden Fruchtfolgeflächen, die werden von unserem Konzept nicht tangiert und auch nicht eingeschränkt. Aber, das möchte ich schon sagen, artenarme Lebensräume, die wir halt auch haben auf dem Areal, die möchten wir schrittweise mit geeigneten Massnahmen aufwerten und eben neue Lebensräume schaffen, weil wir doch in einem sehr grossen Projekt sind, in einem Generationenprojekt, wo wir uns im Moment befinden. Und das ist, ich kann es nicht genug sagen, natürlich eine hochkomplexe Aufgabe, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, eine sehr schöne Aufgabe, die Landschaft halt in den nächsten Jahren sukzessiv zu transformieren. Und für mich ist es nicht nur eine Aufgabe, sondern für mich ist es auch eine riesige Chance. Es ist eine riesige Chance für eine einmalige Landreserve. Und die Broschüre, die Sie hier haben, eben über den Flugplatzarealentwicklung, die gibt Ihnen quasi Substrat aus diesen vielen Überlegungen. Die Arbeitsgruppe hat sich sehr tief damit befasst. Also Sie müssen sich vorstellen, die sind sehr, sehr tief eingestiegen. Sie haben es sehr konzeptionell geschafft und sie haben, wie ich das auch einleitend gesagt habe, sehr breiten Einbezug von den Stakeholders gemacht und sie haben in dem Sinn grosse Arbeit geleistet. Und jetzt geht es darum, dass man natürlich Schritt für Schritt die nächsten Jahrzehnte, meine Damen und Herren, die Arbeiten weiter zu vertiefen und dann auch umzusetzen. Und auf dieser Übersicht, die Sie hier präsentiert haben, da sehen Sie das ganze Flugplatzareal, wie es dann etwa 2050, wenn der Innovationspark fertig gebaut ist oder wäre, wie das könnte aussehen. Das ist so eine Vorstellung, wie das könnte aussehen. Und Sie sehen natürlich, wo welcher Fokus im Zentrum steht. Da ist einerseits der Innovationspark, wo primär der Forschenden und der Wirtschaft zur Verfügung steht fürs Forschen und Entdecken. Auf der Ost- und auf der Westseite sehen Sie die Renaturierungsprojekte und auch die Pflege und Bewirtschaftung der grossen, grossen Wiesenflächen. Und im Norden und im Osten des Innovationsparks mit dem Flugfeldpark, da sehen Sie dann den Sentispark, auch mit dem Geniessen und Erleben vom Areal. Und alles verbunden mit einem Rundgang durch den Flugplatz, durch das Flugplatzareal, also im Sinne von einem Flugplatzrundweg. Und bevor ich jetzt am Roman Bechtold das Wort übergebe, möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Wir haben in Dübendorf ein riesiges Areal vom Bund bekommen, um eben den Innovationspark darauf zu entwickeln. Da sind wir gut unterwegs.
Ich habe gesagt, die Spezialkommission hat zügig beraten. Da sind wir sehr, sehr dankbar und hat mit einer klaren Mehrheit zugestimmt. Und unseren Ansatz, Areal ganzheitlich und zusammen mit allen involvierten Partnern zu entwickeln, ist anspruchsvoll. Aber ich bin tief überzeugt, dass wir mit diesem Ansatz in 30 Jahren in Dübendorf eine Plattform werden haben für Forschung, Entwicklung und Innovation. Und aber auch, und das ist eben auch wichtig, den Anspruch werden können erfüllen an eine nachhaltige Entwicklung vom ganzen Areal. Und dazu gehören natürlich auch andere Nutzungsansprüche vom Innovationspark, von der bereits bestehenden Nutzung, aber auch von der Natur, von den Menschen, von der Aviatik etc. etc. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Synergien nutzen bei der Planung von diesen verschiedenen Infrastrukturen, auch mit Blick auf die grossen Herausforderungen wie Biodiversität oder auch den Klimawandel. Dazu wird ja der Roman Bechtold auch noch mehr sagen. Und last but not least, auch die Ansprüche der verschiedenen Planungsträger und Ebenen vom Bund, vom Kanton, von der Region und von der Standortgemeinde, die muss man auch weiterhin sehr, sehr intensiv miteinander abstimmen. Weil ihnen kommt eine grosse Aufgabe zu in dieser Transformation des ganzen Areals. Und mit diesen einführenden Worten gebe ich jetzt dir, Roman, gerne das Wort weiter. Danke, Carmen. Ja, geschätzte Frau Regierungsrätin, geschätzter Herr Stadtpräsident, geschätzte Damen und Herren Medienschaffende, am 31. August 2021 kann ich Ihnen das räumliche Zielbild 2050 für den Flugplatz Dübendorf präsentieren. Es freut mich heute, Ihnen aufzuzeigen, welches Potenzial die einmalige Landschaft für die Gebietsentwicklung bietet. Es ist mir wichtig zu sagen, dass das vorliegende Gesamtkonzept Freiraum, Natur und Umwelt, Landschaft, das räumliche Zielbild konsequent weiterdenkt und den 8 leitenden Grundsätzen aus dem Flightplan, welchen sich ja die Stakeholder im Sommer 2021 verschrieben haben, folgt. Wie Sie bereits wissen, lässt sich das Areal künftig in 4 Teilgebiete teilen. Der Innovationspark mit Forschungs-, Test- und Werkflugplatz, die Luftwaffen und die Flugsicherung sowie das eigentliche Flugfeld. Der Campus Innovationspark, Sie sehen den in Rot eingezeichnet, bietet grosse und attraktive Räume mit Freizeit- und Naherholungsfunktion für die Nutzer vom Innovationspark, für die lokale Bevölkerung, aber auch für die ganze Region Glattal. Sie sehen das in gel-orange eingetragen. Der Flugplatzrundweg, das ist die Gel-Linie rund ums Areal herum, verbindet die 3 Standortgemeinden und die grossen Freiraumelemente rund ums Flugplatzgelände. Das Flugfeld in Grün war vor der Trockenlegung 1910 eine grosse Riebfläche mit schilfbestandenen Tümpeln und verwildertem Gebüsch und Eichengruppen. So war es natürlich auch ein Paradies für Vögel, Amphibien und eine reiche Welt von Kleintieren. Mit der Gebietsentwicklung wird die Nutzungstradition vom Flugplatz mit dem ehemaligen Landschaftscharakter vom Ried vereint und für die Bevölkerung erlebbar gestaltet. Dazu gehören unterschiedliche Wiesentypen, die zum Teil auch künftig landwirtschaftlich genutzt werden, aber auch die wieder an der Oberfläche fließenden Ried- und Wiesenbäche. Das sind die blauen Linien. Das Flugplatzgelände wird in grossen Teil für die Bevölkerung öffentlich zugänglich sein. Nur die für den Flugbetrieb notwendigen Flächen und Bereiche der Luftwaffen und der Skyguide sind auch künftig eingezäunt. Ein provisorischer Verlauf vom Zaun zeigt die schwarz gestrichelte Linie. Lassen Sie uns zusammen auf den Spaziergang gehen, den Frau Regierungsrätin angesprochen hat. Wir starten unseren Spaziergang um den Flugplatz mit den prägenden Freiraumelementen. Der inszenierte Flugplatzrundweg für Velofahrer und Fußgänger verbindet auf gut 8 Kilometer Länge die Standortgemeinde gemäss dem regionalen Konzept viel Wehr. Der weitläufige Flugfeldpark bietet auf rund 11 Hektaren Natur- und Erholungsraum für die Menschen aus der Region. Die historischen Hangarvorfelder und die Innovation Mall werden zu urbanen Freiräumen in einem neuen Stadtquartier. Der Innovationspark integriert den Sentispark und den Flügerpark und bietet auf rund 4 Hektar Raum
für urbane Naherholung, für Open-Air-Anlässe und für Ähnliches. Das Ausserordentliche an der Flugplatzlandschaft ist ihre Weite. Eben wie ein See liegt sie im Betrachter zu Füßen und lässt bei gutem Wetter den Blick bis weit ins Entis zu. Mit den Nutzungs- und Schutzinteressen ist jeder Quadratmeter bereits mehrfach belegt. Darum ist es eine besondere Herausforderung, den Charakter dieser einmaligen Landschaft zu wahren, die verschiedenen Nutzungsinteressen zu berücksichtigen und gleichzeitig das Areal zu verbinden, zu aktivieren, aber auch zu renaturieren. Erarbeitet worden ist das vorliegende Gesamtkonzept in einer breit abgestützten Projektorganisation und einem interdisziplinären Team aus Experten, begleitet durch die Stakeholder aus der Gebietsentwicklung. Setzen wir unseren Spaziergang fort. Der Flugplatz Dübendorf ist im Schweizer Mittelland eine einzigartige Wiesenlandschaft. Das Areal ist aufgrund des Aufwertungspotenzials von grosser Bedeutung für die Biodiversität. Bereits heute wertvolle Lebensräume werden so weit als möglich erhalten. Bestehende, aber heute artenarme Lebensräume werden mit geeigneten Massnahmen qualitativ aufgewertet. Und es werden neue Lebensräume geschaffen, die das vorhandene Spektrum ergänzen. Damit kann aus dem vorliegenden Konzept eine sehr gute Wirkung für die Biodiversität erwartet werden. Unser Spaziergang bringt uns zu den feuchten Lebensräumen. Die Wiesen und Triebbäche kehren zurück auf den Flugplatz Dübendorf. Der Krebsschüsselibach in Dübendorf, der Polgraben, wie der einstige Grenzgraben zwischen Dübendorf und Wangen genannt wird, und der Dürrbach werden auf einer Gesamtlänge von 4 km offengelegt und revitalisiert. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Hochwasserschutz und die Hochwassersicherheit. Der Innovationspark, der Flugplatz, aber auch das Skyguide sind vor solchen Ereignissen zu schützen. Mit der Revitalisierung wird vor allem aber auch die durchgängige Vernetzung von verschiedenen Lebensräumen sichergestellt. So könnte es durchaus sein, dass der Biber, der ja heute bereits im Bereich des Kriesbach heimisch ist, wieder zurück aufs Flugplatzareal kommt. Mit der Bebauung im Rahmen der Gebietsentwicklung sind die Bauträger verpflichtet, ökologische Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen gemäss dem Natur- und dem Heimatschutzgesetz zu leisten. Die Bilanzierung der Lebensräume zeigt den Bedarf von solchen Flächen im Umfang von 40 bis 60 Hektaren. Die Stakeholder haben sich bereits im Prozess zum Synthesebericht darauf verständigt, dass Flugfelder ökologisch aufgewertet werden sollen und so die Ersatzmassnahmen möglichst vor Ort vorgenommen werden sollen. Demgegenüber erfolgt der ökologische Ausgleich im Umfang von 15% der neu bebauten Flächen im Bereich des Innovationsparks und geht nicht zulasten der landwirtschaftlich genutzten Flächen. So erreichen wir auf unserem Spaziergang den künftig bebauten Teil des Flugplatzes. Wertvolle, naturnahe Umgebungsflächen entstehen im Innovationspark. Magerwiesen, Ruderalflächen, Gebüsch mit einheimischen Gehölzarten sowie einheimische Baumbestände. Grosse Bäume sind übrigens nur ausserhalb der Freihaltezone der Aviatik möglich. Darum begrenzt es sich auf den Innovationspark und entlang vom Flugplatzrundweg. Die naturnahe Umgebungsgestaltung ermöglicht zudem weitgehend die Wiederherstellung von natürlichen Wasserkreisläufen und sorgt so gegen die Überhitzung und Trockenheit. Selbstverständlich können die Flächen aber auch von den Nutzerinnen und Nutzern vom Innovationspark gebraucht werden. Es entstehen attraktive Freiräume wie Platzflächen, kleine Parks, aber auch Spazier- und Joggingstrecken. Sie sehen, auf dem Flugplatzareal entsteht ein eigentliches Mosaik aus Lebens- und Naturräumen. Lassen Sie mich noch auf einige ausgewählte Nutzungen zu sprechen kommen. Die Landwirtschaft verliert Flächen. Ihr kommt aber auch künftig eine wichtige Rolle als Förderin der Biodiversität zu. Die Pistenrandstreifen sind bereits heute ein Naturschutzgebiet von regionaler Bedeutung und bleiben auch künftig geschützt. Um Kollisionen zwischen Vögeln und Flugzeugen zu vermeiden, wird das Wildtiermanagement etabliert, in einer Art, wie wir das auch schon vom Flughafen Zürich kennen. Trinkwasserfassungen Weidacher, Steighof und Eglishölzli sind durch ausgeschiedene Gewässerschutzgebiete gut geschützt und werden auch künftig die Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser versorgen. Damit kommen wir am Schluss von unserem Spaziergang, beziehungsweise ich zeige Ihnen einmal die Übersicht.
Die Flugplatzlandschaft soll also gemäss dem jetzt vorliegenden Gesamtkonzept Freiraum, Natur und Umwelt, Landschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt werden. Das Areal wird mit dem Aufbau des Innovationsparks und der Umnutzung des heutigen Militärflugplatzes in einen zivilen Forschungs-, Test- und Werkflugplatz geöffnet, ökologisch aufgewertet und mit der Umgebung vernetzt. Die Umsetzung der einzelnen Aufgaben liegt bei verschiedenen Stakeholdern. Der Bund stellt das Land zur Verfügung. Der Kanton erstellt den Flugplatzrundweg, den Flugfeldpark und den Parkway. Die IPZ Property AG erstellt den neuen Stadtteil mit Innovationspark, die hochwertigen Stadträume sowie den Sentis und den Flügerpark. Der künftige Flugplatzbetreiber revitalisiert den Dürbach und die Stadt Dübendorf revitalisiert den Krebsschüsselibach. Soweit zu meinen Ausführungen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich übergebe gerne an André Ingold. Sehr geehrte Medienschaffende, geschätzte Volkswirtschaftsdirektorin, werter Roman. Der Flugplatz und die Flügerei prägen die drei Standortgemeinden schon fast 100 Jahre oder schon über 100 Jahre. Zu Beginn ist vor allem die Faszination für die Flügerei im Vordergrund gestanden. Als erster Landesflughafen von der Schweiz und Homebase von der Swissair hat der Stellenwert von der Flügerei in Dübendorf und Umgebung weiter zugenommen. Der Aufschwung vom Flugwesen beschleunigt auch die wirtschaftliche und bauliche Entwicklung von Dübendorf, Wangenbrüttisellen und Volkertschwil. Die Bevölkerung der Anrainer Gemeinden identifiziert sich mit dem Flugplatz. Man ist stolz, Teil dieser grossartigen Geschichte zu sein. Heute ist von der Geschichte von der Flügerei nur noch das historische Erbe übrig. Dazu zählen die Hangarbauten, das Pistensystem, aber auch das Flügermuseum und auch die unglaubliche Weite vom Flugplatzareal. Das Areal ist nebst der wertvollen Geschichte und der Bedeutung für die Bevölkerung auch für die Natur von grossem Stellenwert. Die Weite ist schon fast einzigartig in der Region und für gewisse Tiere wichtig als Lebensraum. Er ist auch einer der grössten zusammenhängenden Pestizid- und düngefreien Wildblumen- und Trockenwiesenflächen vom Schweizer Mittelland. Das Gebiet ist dadurch von grosser Bedeutung für die Biodiversität. Die Standortgemeinde vom Areal ist es bewusst bereits aufgezeigt worden, vielschichtig oder Bedeutung. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung von Dübendorf, Volkertschwil und Wangenbrüttisellen stetig wächst. Mit dem Bevölkerungswachstum in einher geht die Wichtigkeit der Bevölkerung genügend Erholungsräume und attraktive Orte für verschiedene Nutzungen zu bieten. In diesem Zusammenhang spielt der Flugplatz eine entscheidende Rolle. Die Standortgemeinden verfolgen daher folgende Ziele für das Flugplatzareal. Der Standortgemeinde ist es wichtig, dass auch mit der zukünftigen Nutzung vom Flugplatz der historische Charakter erhalten bleibt. Weiter soll auch die Lebensqualität der Bevölkerung, erhalten bleiben. Der Flugplatz soll auch künftig ein Ort für die Bevölkerung bleiben, mit dem man sich identifizieren kann. Der Flugplatz ist für die Bevölkerung zugänglich zu machen und er soll der Bevölkerung als attraktiven Erholungsraum dienen. Der Innovationspark mit dem Forschungs- und Werkflugplatz soll Innovation fördern und Arbeitsplätze schaffen. Die Standortgemeinden setzen sich für das Gelingen ein. Und der wertvolle Landschaftsraum soll erhalten und gefördert werden. Mit der Dreifachnutzung wird das historische Erbe erhalten. Und der Flugplatz wird für die Bevölkerung zugänglich und erlebbar. Die Broschüre «Der Flugplatz als Lebensraum» gibt einen Einblick, was auf dem Flugplatzgelände in Zukunft alles zu entdecken ist und welche öffentliche Nutzung vorhanden sein wird. Mit dem Flugplatzrundweg, einem Flügerpark, der Nutzung auf dem Innovationspark mit den Testinfrastrukturen, der aviatischen Nutzung sowie am Flügermuseum gibt es für alle Altersgruppen und alle Interessen etwas zu entdecken.
Der Flugplatz als Lebensraum zeigt auch den Lebensraum für Flora und Fauna auf. Ein Teil des Flugplatzareals wird aufgrund des aviatischen Betriebs nicht öffentlich zugänglich sein. Dadurch kann sich aber dort auch Natur ungestört entfalten. Die Standortgemeinden und Zürcher Naturschutzorganisationen haben bereits im Mai, wir haben es schon gehört, 2021 ein Natur- und Erholungskonzept für den Flugplatz Dübendorf veröffentlicht. Das Konzept ist erarbeitet worden, da die Natur ein wichtiges Anliegen für die Standortgemeinden ist und so aufgezeigt werden soll, dass auch mit der aviatischen Nutzung und im Innovationspark die Natur ihren Platz auf dem Flugplatzgelände haben wird. Es freut mich, dass der Kanton die Wichtigkeit von dem Thema auch erkannt hat und nach der Erarbeitung vom Synthesebericht auch einen Prozess gestartet hat, um die verschiedenen Natur- und Umweltthemen zu vertiefen. In diesem Prozess sind die Überlegungen aus dem Natur- und Erholungskonzept der Gemeinden und Naturschutzorganisationen übernommen worden. Mit der Entwicklung auf dem Flugplatz und der heutig aufgezeigten Nutzung des zukünftigen Areals können Ziele der Standortgemeinden erreicht werden. Die Standortgemeinden sind überzeugt, dass mit der Entwicklung des Flugplatz für die Bevölkerung, aber auch für die Natur, ein grosser Mehrwert geschaffen werden kann. Danke vielmals. Ich übergebe wieder der Volkswirtschaftsdirektorin. Danke auch, André und Roman, für die Ausführungen. Damit hätten wir Ihnen das präsentiert, was wir wollen und Sie auch aufdatiert über die Arbeiten. Und es wird ein Moment kommen, wo Sie uns auch Fragen stellen können. Das scheint nicht der Fall zu sein. Oder ist alles klar? Oder Herr Hotz, ja, haben Sie... Wegen ja. Der Erschliessung ist, haben Sie Dings aufgezählt, die Glattalbahnverlängerung. Ich nehme an, aber die ist nach wie vor beabsichtigt. Also das kann ich beantworten. Ja, selbstverständlich. Ist der Glattalbahn ist ganz ein wichtiger Teil im Einklang nachher mit dem Fortschritt natürlich von der Entwicklung auf dem Areal. Da kämpfen wir ja noch mit dem Bund im Moment um die Aufnahme von der Verlängerung in das Agglomerationsprogramm. Aber selbstverständlich. Ja, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, bitte, Herr Hotz. Die Integration vom Bauernverband, das ist eigentlich noch neu, oder? Ist das problemlos verlaufen? Ist ja noch bemerkenswert, wie die Umwelt, also die Naturschutzverbände und der Bauernverband da offenbar am gleichen Stück sind. Ja, gerne. Also problemlos wäre es übertrieben gewesen. Wie Sie richtig sagen, das ist natürlich, es gibt ein gewisses Konfliktpotenzial, aber ich glaube, wir haben sehr offene, sehr konstruktive Gespräche geführt mit dem Bauernverband, auch mit den direkt betroffenen Bauern vor Ort, das sind im Wesentlichen drei. Ich glaube, da stehen wir in einem sehr konstruktiven Dialog und haben denen auch können aufzeigen, dass die Veränderung natürlich über eine lange Zeit dauern wird und sie so da nicht irgendwie von einem auf den anderen Tag vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und unser Ziel ist auch, die Bauern mit auf den Weg zu nehmen und sie die Entwicklung einzubinden. Und wie gesagt, ein Teil der Flächen werden sie verlieren. Es sind keine Fruchtfolgeflächen, es sind aber sonst Flächen. Aber wir werden selbstverständlich versuchen, mit ihnen andere Potenziale zu öffnen. Ja, wir sind ja am Start von dem Prozess und wir zeigen Ihnen auch auf, in welche Richtung jetzt die Reise geht. Und wie das der Roman Bechtol gesagt hat, und ich glaube, das darf ich auch in deinem Namen andere sagen, ist uns sehr wichtig in dem ganzen Prozess, dass man ja die Beteiligten wirklich kann mitnehmen und auch Verständnis kann schaffen für die Anliegen. Also ich glaube, das geht nicht miteinander, nicht gegeneinander, sondern nur miteinander. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann danke ich Ihnen trotzdem, dass Sie hier angekommen sind, auch für Ihr Interesse, auch für die im Livestream zugeschaut haben und würde in dem Sinn die Medienkonferenz offiziell schliessen. Herzlichen Dank.